Der Sportehrentag ist zur Tradition geworden in unserer Hansestadt. Seit 22 Jahren werden verdienstvolle Sportfreunde für Engagement ausgezeichnet. Ihr Trainingsschweiß, die Wettkampferfolge und ihre Leidenschaft für Bewegung stehen an diesem Tag im Mittelpunkt. Die Jury aus Vertretern des Kreissportbundes und des kommunalen Schulverwaltungs- und Sportamtes wählte Übungsleiter, Kampfrichter und Sportfunktionäre, die in ihren Vereinen große Arbeit leisten. Das mit 1.000 Euro dotierte blaue Band verlieh der Sportförderverein an die Nachwuchsabteilung Taekwondo der HSG Universität Greifswald e.V. für ihre erfolgreiche Kinder- und Jugendarbeit. Schon seit 20 Jahren ist die koreanische Kampfsportart in der Hansestadt zu Hause. Bei der olympischen Disziplin kommt es vor allem auf Schnelligkeit und Dynamik an. Von 22 Taekwondo-Kars sind insgesamt 63 Kinder aktiv dabei. Kinder sind bei uns im Training jederzeit willkommen. Wir trainieren mit den Großen zusammen, also wir haben Training für Große und Kinder zusammen. Aber auch wir fördern halt kleinere Gruppen, in kleineren Gruppen, sind nur maximal 10 Kinder so für Leistungssport. Oder auch wenn wir jetzt ganz neu anfangen, versuchen wir immer kleine Gruppen zu halten, dass wir spezielle Training anbieten können. Aber auch zweimal die Woche halt, wo alle gemeinsam trainieren können, Erwachsene, Kinder und die Jugendlichen zusammen. Taekwondo heißt übersetzt Fußtechnik, Handtechnik und Weg. Damit ist die geistige Haltung zum Sport gemeint. Ehrgeiz gehört ebenso dazu wie Teamgeist und natürlich Spaß. Die Kinder und Jugendlichen sind mit viel Herzblut dabei. Also ich mache das schon 3 Jahre. Mir gefällt am besten Kämpfen, denn Pumse und dann Technik. Es ist nützlich, falls man mal so überfallen wird. Und es bietet einfach alles. Du hast Krafttraining, du hast Konditionstraining, Geschwindigkeitstraining, Koordination, hält fit, macht Spaß. Es ist auch nützlich zur Selbstverteidigung. Es macht Spaß, weil wir ganz vieles Neues auch lernen, was wir noch nie gemacht haben. Hier sind auch alle freundlich. Es werden auch Wettkämpfe veranstaltet. Das macht total viel Spaß, da mitzumachen. Und es ist auch nicht schlimm, wenn man mal da verliert. Ausdauerndes Üben mit den Wettkampfanzügen bringt die Sportler ganz schön ins Schwitzen. Aber wer Erfolge feiern will, muss trainieren. Das wissen auch die besten Nachwuchssportler 2013. Ausgezeichnet wurden die Seesportlerin Leonie Asse und Radsportler Ken Nofts. Sie konnten in den vergangenen Monaten viele Erfolge verbuchen. Noch 2 Stunden vor der Preisverleihung treffen wir Ken im Elisenhain. Es steht eine Trainingseinheit im Wald an. Der 12-Jährige kam über einen Freund zum Radsport. Einmal mittrainiert, blieb Ken gleich bei der HSG. Also es macht halt sehr Spaß, mit anderen Fahrrad zu fahren und im Trainingslager zu fahren und nach der Schule halt auch zum Trainieren. Und das ist jetzt meine 2. Saison. Im Winter wird neben dem Hallentraining auch 2-mal pro Woche im Wald geübt. Hier steht vor allem die Radbeherrschung im Vordergrund. Beim Crossfahren ist eines besonders wichtig: das Überwinden von Hindernissen. Der Elisenhain bietet beste Bedingungen für das Trainieren von schnellem Ab- und Aufstieg. Trainer Philipp Vogelgesang lobt die Leistung von Ken. Also Ken war von Anfang an sehr, sehr sportlich, sehr durchtrainiert, auch durch seine Familie. Sein Bruder betreibt ja profimäßig Motocross und dementsprechend hat er sehr gute Anlagen gehabt, auch im technischen Bereich, was für den Radsport immer gut ist und bringt natürlich auch die entsprechende Einstellung zum Training mit und konnte dementsprechend von Anfang an wirklich ganz vorne mitfahren, nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern, sondern auch deutschlandweit. Bei der Kids-Tour in Berlin belegte Ken den 29. Platz von insgesamt 150 Startern. Wer auch Lust hat, durchzustarten wie der 12-Jährige, die Radsportabteilung der HSG Uni Greifswald sucht noch weitere Nachwuchstalente. Ken Nofts gibt schon mal einen Ausblick auf seine weiteren Vorhaben. Also nächstes Jahr würde ich gerne nochmal die Kids-Tour mitfahren und in der Zukunft halt beim Radsport bleiben und Spaß haben.
Spaß am Sport, den haben auch die Athleten, die vom Sportbund Greifswald mit der Ehrennadel prämiert wurden. Eine Überraschungsauszeichnung gab es für Bernd Petscher-Elis, dem Leiter des Kommunalen Schulverwaltungs- und Sportamtes. Er wird Ende des Jahres in den Ruhestand verabschiedet. Die Ehrennadel würdigt seine jahrelange Arbeit für ein lebendiges Sportleben in der Hansestadt. In zahlreichen Sportgremien bleibt der gebürtige Greifswalder der Stadt aber erhalten. Er hofft, dass die Tradition des Sportehrentages auch in Zukunft weitergeführt wird.